Trainer beben in der Bezirksliga. Heute gab es so einen verrückten Move in der Bezirksliga Gruppe 8, wir haben es selbst nicht geglaubt. Wir sehen die beiden Vereine, VfL Kemminghausen, Türksport Dortmund. Für uns war heute Morgen noch Reza Hassani und Kevin Großkreuz, die Trainer vom VfL Kemminghausen, bekamen den Anruf, sie gehen zu Türksport Dortmund. Nein, nicht im Winter, auch nicht im nächsten Sommer, ab sofort. Alex, als du das heute Morgen gehört hast, hast du das geglaubt? Geglaubt habe ich schon, weil ich eine sichere Quelle hatte, aber überrascht war ich natürlich auf jeden Fall, denn da gab es ja aus zweierlei Sicht Gründe nicht mit zu rechnen. Erstens, weil Türkspor vorne steht, Tabellenführer der Bezirksliga ist, und zweitens, weil ich Kevin Großkreuz und Reza Hassani die Identifikation mit dem VfL Kemminghausen natürlich abnehme und mich dann schon wundert natürlich, dass sie nach vier oder fünf Spieltagen den Verein einfach wechseln, und deswegen war ich schon überrascht. Ja, ich war auch definitiv überrascht, vor allem auch überrascht, dass Türksport Dortmund diesen Schritt geht. Die Mannschaft ist mit Bülent Kara aufgestiegen, der hat die in der letzten Saison übernommen, da sah es nicht so gut auf. Über die Aufstiegsrunde hin hat er sie in die Bezirksliga geführt, hat eine neue Mannschaft zusammengestellt, haben jetzt in 6 Spielen 5-mal gewonnen, liegen auf Platz 1 und muss gehen. Er selbst sagt, es ist unmenschlich, mich in dieser Situation rauszuschmeißen. Kannst du ihm folgen? Ja, das ist insgesamt wahrscheinlich dieser fade Beigeschmack, den so eine Geschichte zu so einem Zeitpunkt einfach hat. Es mag ja Gründe geben, vielleicht auch nachvollziehbare Gründe, die wir jetzt hier vielleicht noch gar nicht wissen. Aber dass nach einer solchen Erfolgsserie so einen Move, wie du gerade gesagt hast, zu machen, finde ich schon sehr erstaunlich und für Außenstehende und für den Trainer wahrscheinlich auch selber nicht nachvollziehbar. In der Regel ist es ja eher üblich, dass der Schritt dann in der Pause vollzogen wird. Also entweder wäre es in der Sommerpause folgerichtig gewesen oder die hätten jetzt bis zur Winterpause gewartet. Aber zu so einem Zeitpunkt ist es einfach erstaunlich und es wird Erklärungen geben, aber auf den ersten Blick finde ich schon, kann ich den Trainer auch ein bisschen verstehen. Ja. Wir haben ja mit allen Seiten heute gesprochen. Ich habe zum Beispiel mit Reza Hassani gesprochen, der zu mir gesagt hat, es ist einfach ein Schritt, den er gehen muss. Es ist ein Angebot, es ist ein ambitionierter Verein. Er hat gesagt, es ist kein Schritt gegen den VfL Kemminghausen. Es ist für ihn und für seine Zukunft der richtige Schritt, zu Türksport zu gehen. Der Verein hat Vision. Er lädt uns auch nächste Woche zur Pressekonferenz ein und will uns sagen, was diese Vision des Clubs sind. Wir sind gespannt. Vielleicht der zweite TuS Bövinghausen, der in die Oberliga möchte. Und diesen Schritt wollte einfach Reza Hassani in Verbindung mit Kevin Großkreuz gehen. Der Verein Türksport Dortmund sagt dazu, ja, die Entscheidung ist sehr unpopulär. Das wissen wir. Wir stehen jetzt nicht gut da, dass wir unseren Meistertrainer hier entlassen. Wir gehen diesen Schritt, weil wir aber glauben, mit Reza Hassani und mit Kevin Großkreuz mehr Erfolg zu haben in der Zukunft. Ist das schlüssig? Das auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich nehme erstmal sowohl Reza als auch Kevin die Identifikation mit dem VfL Kemminghausen ab und glaube auch nicht, dass sie denen schaden wollen. Im Gegenteil, ich glaube auch, die gehen im Guten. Und auf der anderen Seite kann ich Türksport verstehen, wenn solche zwei solche Leute zu haben sind, die auch zu nehmen. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, es ist halt der Zeitpunkt, dass ihnen das jetzt einfällt. Das ist schon erstaunlich. Ja. Steht nicht Reza Hassani, stehen die jetzt nicht unter Druck, zusammen mit Kevin Großkreuz? Bülent Kara ist aufgestiegen, er steht auf Platz 1, eine Top-Mannschaft hinterlässt er. Und jetzt kommen sie, um große Ziele zu erreichen. Müssen die nicht eigentlich jetzt aufsteigen? Ja, müssen. Das ist ja nicht planbar. Das ist eine alte Floskel, kennst du ja auch. Aber wie stehen sie denn da, wenn sie jetzt am Ende der Saison nicht aufsteigen? Ja gut, im Bülent Nachhinein Kara wird wahrscheinlich sagen, mit mir wären wir aufgestiegen. Das kann er ja machen. Aber ich glaube, das weiß Reza und das weiß auch Kevin. Damit werden sie auch leben. Und es gibt immer wieder auch Gründe, wenn es nicht klappen sollte, warum es nicht geklappt hat. Also ich denke mal, das Ziel ist da, der Druck vielleicht auch, aber ich glaube, es wird auch keiner die jetzt an die Wand nageln, wenn sie es irgendwann nicht schaffen und es Gründe dafür gibt. Wenn es natürlich, sag ich mal, nur noch so dahin, vor sich hin stottert hinterher, dann glaube ich schon auch, dass die Leute das hinterfragen werden. Aber die Zeit ist auch so schnelllebig, dass ich glaube, dass im Sommer kommenden Jahres keiner sich mehr an Bülent Kara fast erinnert, ehrlich gesagt. Ja, gucken wir noch nach Kemminghausen. Für die war es natürlich auch ein Schock. Plötzlich ist das Trainerduo weg, mitten in der Saison. Wie reagiert der VfL Kemminghausen? Du hast mit dem Vorsitzenden Gerd Wegner gesprochen. Ja, der Gerd war sehr erstaunlich, sehr gelassen. Also sagte nur, im ersten Moment wäre er ein bisschen schockiert gewesen. Aber ich glaube, wahrscheinlich mit der Lösung, die sie gefunden haben, können sie sehr gut leben. Das ist, dass Jonas Keimer das zusammen mit Alex Sterk macht. Ja. Also Alex Sterk ist B-Lizenzinhaber. Und Jonas Keimer kehrt zurück. Der ist ja auch so ein bisschen im Unfrieden gegangen vor ein paar Wochen.
aber ist halt auch ein Ur-Kemminghauser. Und dementsprechend haben die schnell eine interne Lösung gefunden. Und ja, also ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt groß schockiert ist. Er sagt auch, er bleibt nichts hängen an Reza und Kevin, dass alles soweit in Ordnung ist. Und ich glaube, die konzentrieren sich jetzt einfach darauf, ihre Saison vernünftig zu Ende zu spielen. Sie haben eben nicht diesen Druck, weil sie viele junge Leute haben. Und ich glaube, deswegen ist er auch relativ entspannt gewesen. Ja, Kevin Großkreuz ist Ur-Kemminghauser. Es ist eigentlich seine Heimat, sein Zuhause. Ist er denn jetzt komplett weg? Hat der Vorsitzende was dazu gesagt? Ja, er hat angedeutet. Er hat gesagt, also Kevin bleibt im Verein unterstützend erhalten. In welcher Form, wissen wir natürlich nicht. Aber ich kenne auch Kevin gut genug dafür, dass er das jetzt nicht aus dem Auge, aus dem Sinn macht, sondern dass er auf jeden Fall eine schützende Hand drüber halten wird und helfen wird, wo er kann. Also genau, wie das aussehen wird, wissen wir natürlich nicht, weil er seinen Fokus jetzt auf Türkspor und natürlich ist er irgendwann nebenbei ja auch noch Profi bei Uerdingen legen wird. Aber ich glaube schon, und das nehme ich Ihnen auch beiden ab, also sowohl Kevin als auch Reza, dass sie den VfL nicht hängen lassen und irgendwo helfen werden, wo sie können. Gut, bei der Nachfolgelösung mussten sie jetzt nicht helfen, das hat der Verein ganz alleine geschafft und das ist auch gut so. Und deswegen glaube ich jetzt, da bleibt also nichts Böses hängen, kein böses Blut. Okay, Alex, vielen Dank. Es wäre eine spannende Woche. Wir werden gucken, wie Reza Hassani und Kevin Großkreuz vielleicht Türkspor Dortmund in die Landesliga führt. Hoffen, dass beim Kemminghausen sofort das neue Trainerduo reift und auch Erfolg haben wird. Und sagen Dankeschön.